Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft. Ja, wir können jetzt erstmal pennen. Und dann würde ich sagen, in diesem Part, ich wollte ja jetzt. Blöder Schreibtisch. Ich wollte ja in nächster Zeit mal eine Erkundungstour machen. Ja, da habe ich noch eine bessere Idee. Oder ja, gut, ob sie so viel besser ist, weiß ich gar nicht. Aber ich hätte mir überlegt, jetzt mal bei uns in unserem kleinen Lagerchen mal hier ein bisschen weiter reinzugraben und dann ums Eck ein Stockwerk tiefer nochmal den ganzen Scheiß umzugraben und dann ganz tief in die Erde rein und einfach alles gerade ausbuddeln in zwei Blöcke. Weil das bringt's wirklich. Das ist eine super Farmmethode, du hast unglaublich viel Stein und auch viele Ressourcen am Ende. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das hier so mache. Weil. So. Ja, weil hier kommt dann noch eine Kiste hin. Hä? Was soll denn der Mist? Ah, stimmt, da brauche ich erstmal so Fichtenholz. Fichtenholz? Ja. Fichtenholzbretter. Toll, zum Glück habe ich nur so viele, sonst müsste ich jetzt farmen gehen. Ah, so ein Scheißdreck. Jetzt darf ich solche Steine wieder. Ach. Nein, egal. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das da nochmal gemacht habe. Hier zwei und dann innen um die Ecke rum. Außen war dann eine Kiste mehr. Im Prinzip okay. Gut, das heißt hier, dann müsste hier im Prinzip nochmal eine Kiste. Oh nein. Oh, jetzt reicht mir der Platz nicht, oder was? Ah, scheiße. Oh nein. Verdammt. Ja, dann muss ich hier halt einen kürzer traden. Scheiß drauf. Und dann direkt hier so reingehen. Also hier die Kiste hin und dann hier schon rein. Hui. Naja. Dann wird das Lager halt hier die nächste Hälfte hier ein bisschen kleiner. Scheiß mal was drauf. Ich habe keine Erde mehr. Muss ich wohl welche holen gehen? So, ja, genau so. Dann kommt hier quasi Kiste hin und hier fängt dann die Wand an. Okay. Geht's hier weiter? Ja, ich würde fast sagen, dass wir hier eine Wand. Ja, nee, okay, bessere Idee. Hier kommt nochmal eine Kiste rein. Und hier geht es dann quasi wieder rein. So, dann kann man hier erstmal alles weghacken. So, okay. Noch meins weg. Nein! Ah, scheiße. Nun gut. Ja. Okay. So bei der Erde. Hier Kiste hin, hier dann eine Säule hoch quasi. Und dann muss ich hier eine Wand hin machen. Boah, das ist aber blöd jetzt. Na egal, muss ich hier halt ein bisschen was mit Erde zu bauen.
Zack, zack. Nein. Hui. Ja, genau. Ach, scheiß auf. So, da geht's dann weiter. Scheiße, muss ich ja noch eins weiter raus. Ich habe hier keinen Bock mehr. Ich baue jetzt irgendwo anders. Stein. Stein. Nein, Erde, so. Dann würde ich sagen, stimmt eigentlich, wir bauen hier weiter runter. Perfekt, aber davor baue ich erstmal ein bisschen Fichtenholz. Und dazu ab in den Fichtenholzwald. Da, wo wir früher, vor allem früher, weiß, damals, als ich jung war, als das Minecraft-LP noch jung war, immer unser Fichtenholz geholt haben. Da vorne irgendwo war es, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Hey! Hui! Ja, da vorne perfekt. Ich habe doch gewusst. Boah, guck mal. Das haben wir noch nicht ganz zerfallen. Wahrscheinlich, weil ich nicht immer in der Nähe bin. Beziehungsweise eigentlich fast nie in der Nähe. Außer wenn ich mal Holz brauche, dann seid ihr mir wieder gut genug. Aber ansonsten lasse ich euch links liegen. Aber guck mal, die sind doch alle schon groß und prächtig und mächtig. Und fett. Voll groß und dick und hart. Die Bäume. Moment, ich muss mich jetzt im Auge kratzen. Oh. Armes Duck-Duck. So. Zack! So, mal gucken, ob die auch Samen droppeln. Auf wie viel habe ich denn die Sichtdistanz? Geh mal auf Extreme. Nee, okay. Mal nur Fahr 112. Oh ne, er fängt an zu ruckeln. Machen wir mal nur Fahr 32. Jawohl, nee, komm, scheiß auf. Machen wir lieber Normalfahr. Ich will absolut gar keine Ruckler drin haben. Sonst ist blöd. Richtig blöd. Oh, guck mal, ein Samen. Hä? Hier. Aua, ich hab grad einen Tinnitus. Was soll der Mist? Jo, perfekt. Ich glaube, ich höre auf, die Bäume hier zu pflanzen und fange an, die Samen hier aufzuheben und zu Hause zu pflanzen. Weil ich da direkt in der Nähe bin und die dann auch gescheit wachsen können. Weil wenn ich mal gucke, wie viel ungewachsene Samen hier liegen, dann graust schon wieder die Sau hier. Hier. Guck mal, die sind alle nicht gewachsen. Und warum? Weil ich nie da bin, verdammt normal. Stellt euch das mal mit Menschen vor, Babys können nur wachsen, wenn die Eltern dauernd in der Umgebung sind. Das wäre immer schwul. Aber gut, andererseits, ich meine, wenn man Kind ist, klein und putzig und hilflos, dann sind ja meistens die... Nein, was mache ich denn? Jetzt mal mein Schwert weg. Fichtenwald. So, andererseits, wenn man noch klein und putzig und schnucklig und niedlich ist und absolut hilflos, dann sind ja sowieso die Eltern eigentlich meistens immer um dich rum. Zu Recht, wie ich finde. Erst wenn du älter bist, so 6, 7, 8, irgendwie sowas, dann lässt man dich auch mal alleine daheim oder so. Oder mal alleine irgendwo, geht kurz aufs Klo oder so. Traut man sich ja gar nicht, wenn man
wenn das Kind erst 2 ist, dann nimmt man das Kind auch mit aufs Klo. Und darf das Kind dem Vater den Arsch abwischen. Dass es mal sieht, wie scheiße das ist. Wenn man ihm ständig den Arsch wischen muss. Tja, so würde ich mein Kind erziehen. Ich mache vor wie Assi. Voll Assi-Style hier. Assi-Doni. Wobei das wieder ein anderes Thema ist. Assi-Doni hat da nichts mit Kindern zu tun, die Eltern die Ärsche abwischen. Iiii. Aber Assi ist es trotzdem. Fällt mir gerade, ich brauche eh nochmal die Workbench, weil ich auch noch Treppen brauche. Nehmen wir gerade die hier. Okay. Okay, da fällt mir auch noch ein, dafür werde ich mir jetzt dann auch endlich mal wieder eine Eisenspitzhacke machen. Weil ich keine Lust habe, hier fast meine ganze Diamanthacke immer zu verbraten. Die werde ich mir jetzt noch aufsparen. Spar den, spar den. Ne, Moment, ich wollte eine Spitzhacke. Genau. Maika macht das Würstchen. Und darum heißen die Deutschländer. Genau. So, dann geht's hier weiter runter. Hey! Oh, jetzt haben wir... Verdammt! Toll, da hätte ich auch gleich dran denken können, dass die Axt fast am Sack ist. Tja! Boah, ich dachte gerade zu spät. Beziehungsweise ist ja bekanntlich nie zu spät. Vor allem nicht für eine Axt. Verdammte Axt. Besonders nicht für eine Axt. Und ich brauche Kohle, damit ich mir Fackeln machen kann, weil meine Fackeln fast wieder alle sind. Also hier geht's dann runter. So, so. Ich denke, eine Spitzhacke wird sowieso nie im Leben irgendwo hinreichen. Davon mal ab. Aber guck mal, da finden wir schon die ersten Kohlevorkommen. Das ist doch mal geil. Das ist doch mal geil. Jetzt haben wir eine provisorische Fackel eingesetzt. Gib mir XP. Du geiler Stück, du geiler... So, ja. Weiter nach unten. Buddeln. So, dann werde ich jetzt mal anfangen, die Treppen hinzusetzen. Zack, 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 zack. Nein! Was ist geschehen? So, und dann hier in die Decke genau nochmal Treppen, wenn ich jetzt hier runter renne. Meine Nummer 2 rennen, wenn ich hier runter renne. Bremst mich statt nicht aus. Wenn ich eine Treppe habe, hier auf der Treppe stehe, 1, 2, 3, jetzt vierte. Okay, vierte passt. Okay! So, ich hoffe mal, dass ich hier überhaupt überall bauen kann. Nicht, dass ich da wieder gleich am Tageslicht bin. Ja, da genau den Mist meine ich. Aber ist da scheiß drauf? Scheiß jetzt was drauf. Keine Lust, das irgendwie zu verändern. Das werde ich dann nachher oder bei der nächsten Aufnahme dann irgendwie von außen ausbessern. So, meine TikTok ist dann im
Prinzip recht einfach. Und zwar einfach ganz, anstatt einer Erkundungstour, um neue Erze und Rohstoffe zu kriegen, ganz einfach ganz tief runterbuddeln und dann ganz unten suchen. Und dann einfach immer alles gerade ausbauen. Buddeln, nicht bauen. Moment mal. Dann kriegt man auch viele Rohstoffe. Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit auf Diamanten dann relativ hoch.